Jetzt sind wir bei der Analyse vom nächsten Battle. Lilly gegen Ebene Made. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, Lilly muss gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, Ebene Made muss gewinnen. Und ja, ich bin diesmal ein bisschen mehr ins Detail bei dieser Analyse gegangen. Also, Flow. Erste Kategorie, Flow. Und ja, Lilly ist in dieser Kategorie mit Abstand der krasseste in diesem Turnier. Wenn wir in einer Music-Cypher wäre die Top-Favorit, würde höchstwahrscheinlich gewinnen. Aber es sind überall nicht. Lilly float einfach mega sauber bei dem Beat, auch mit einem schnellen Flow, und es hört sich einfach ziemlich nice an. Ebene Made wirkt ein bisschen unroutiniert und unsauber. Alles kommt irgendwie nicht so krass rüber wie bei Lilly. 3 Punkte für Lilly und 1 Punkt für Ebene Made. Entertainment. Ach ja, beide Künstler haben auch wunderschöne YouTube-Kanäle. Lilly hat einen Kanal, der heißt Jerky. Und Ebene Made einer ist Nova Clan. So. Nova Clan, aka Ebene Made, hat selber geschrieben, dass diese Runde sehr, sehr unterhaltend ist. Also sehr, sehr gut entertained. Und das kann ich auch nur so sagen. Man wird entertained, wenn man denkt, wenn es einfach nice anhört. Dazu braucht man im Rap eben den Flow. Und das hat Lilly. Es hört sich einfach richtig rund an. Und der Beat passt mega gut zu ihm. Also er hat auch Skill im Beatpicken bewiesen. Bei Ebene Made irgendwie alles nicht so rund. Den Beat hat der Neo, glaube ich, im 8 geknallt, und wir hatten 2015 war es gegen Fanakan. Und ja, irgendwie wirkt es nicht ganz so rund. Der Beat passt nicht so gut, der Flow ist auch nicht so stabil. 2 Punkte für Lilly und 0 Punkte für Ebene Made. Punchlines, und da machen wir Sorgen bei Lilly. Aber komm, aber wir bleiben Pfeffer bei Lilly und gehen erstmal alles durch. Lilly startet in die Runde mit der Hook, und der Hook haben wir nicht wirklich dran, sondern nur rumgeflexelt. Das ist in der Runde ziemlich oft. Lilly hat es wohl nicht ernst genommen, dass er in einem Battle Rap Turnier ist. Er dachte, sie ist ein Music Cypher. Er flext ziemlich viel. Gut, er geht halt jetzt nicht in die Kuchen Richtung, das Aussagen gibt. Audioqualität bei dir ganz oben, was wir meinen, die Lilly ist ganz oben. Gut, die Audioqualität bei Ebene Made war nicht sonderlich gut, aber wo ist der Front? Also, die Audioqualität war schlecht. Toll, du hast es erkannt. Und ja, im Part hängen nicht sonderlich lang, aber er hat dann immer einen Pitch gehabt. Und der Bridge nach dem ersten Part, das ist irgendwie. Was ich mir auch gedacht habe, warum bist du im zweiten Part eigentlich Skygar und Fox? Lass die beiden fertig in Ruhe. Und ist so irgendwie. Skygar und Fox sind so Leute nach dem Seite-District von Reportagen und den Videos von Kuchen TV. Die sind einfach non-existent. Das juckt keinen, was sie machen. Und deswegen denkt man sich so eben gerade, warum? Warum hast du keine Idee, was du für Zeit kriegst und so? Aber irgendwie ist es auch nur eine Feststellung, ne? Danach kommen erstmal wieder ein paar rumgeflexte Lines. Ja, er sagt selber. Der Bridge nach dem zweiten Part sagt er, ich darf nicht so viel flexen, das hier ist kein Cloud Rap. Hast du es erkannt beim Aufnehmen? Machst du es trotzdem weiter, ja? Und das ist ganz nice. Dann kommt da wirklich ein Line, die mich wirklich erstaunt hat, ne? Die war wirklich gut. Label 1337, was hast du denn da? Ach, ja, ein Fortnite-Clan. Und tatsächlich, Ebene Made aka Nova Clan ist ein Fortnite-Clan. Das ist nicht so Vorteil, aber nicht so cool als Battle Rapper. Nee, ist nicht schlimm, aber es reicht irgendwie schon als Punch, diese Feststellung. Weil die ein Label betreibt mit, also ein Label ist mit Spotify und so. Und Ebene Made einfach einen Fortnite-Clan abhängt. Und man sieht, eigentlich haben sie recherchiert sogar. Laut, nice. Aber die Line wurde mir auch noch erläutert von seinem Manager Richard, also Richard, Props geht aus. Sonst flext er nur ein bisschen rum. Aber Teil. Und ja, was machst du im letzten Part? Ich hab Antwort den Körper, ein Verlierer-Körper, du bist geil, Körper, der Flow ist nice, Körper und so weiter. Bla bla bla. Was willst du uns damit sagen, Bruder? Es bringt nichts. Und ja, das war's dann auch schon. Es gibt ein paar halbwegs gute Angriffe, aber insgesamt ist nicht krass. Ich komme ungefähr auf eine Punchline-Dichte von 10-15%, also sagen wir mal vorsichtshalber 12-13%. So, dann kommen wir zu Ebene Made. Und bei ihm kann man wesentlich mehr ausholen. Die glaube ich jeder. Ebene Made ist Einstieg. Der Stil ist gar nicht so schlecht. Und zwar, ja, erstmal kommt der Aufbau leider, aber dann doch nach meiner Runde liegt der Penner im Sack. Ein kleines D ist mir bislang nur als Durchmesser bekannt. Und ja, dieses Namen haben wir eigentlich ein kleines D, auch ein großes D geschrieben haben. Man kann auch sagen, kleines D, weil D heißt, also wir haben ja alle Physik, ich weiß, B steht für Durchmesser, ja, also gute Line,
finde ich, trifft schon mehr als fast alle Lines von den Lieden. Und ja, dann kommen bis auch wieder ein paar Aufbau-Lines. Ja, das und die nächste wirklich krasse Line, meiner Meinung nach, ist: Von mir bekommst du schon schäbig Ruhe, kein Kompliment. Hättest du dich Heal genannt, dann gibt es wenigstens ein gutes Kompliment. Eben der Bade ist in seiner Runde sehr oft auf den Namen von Lil D eingegangen. Und ja, wenn man bei Lil D das zweite L von Lil mit dem D tauscht, steht Lil da. Und das ist irgendwie eine ziemlich lustige Feststellung, meiner Meinung nach. Das ist bei uns oft mal, da merkt man einfach, Ede Bade hat sich schon Gedanken gemacht, was er sagen soll gegen Lil D. Und ja, danach geht er auf die Wiederholungen ein von Lil D. Und so, der könnte ganz über die ganze Zeit sagen, ich hab Eis an deinem Wrist, ich hab Eis an deinem Wrist. Ja, mit der Wiederholung hast du gar kein Gesangstalent. Ich hab schon verstanden, du hast Eis in deinen Hand gelenkt. Ja, Finger Punches, das kannst du mit mehr Schlagkraft schießen. Die hält aber nicht, du willst anscheinend einen Schneeballschlacht spielen. Auch gut, nein, er sagt, er hat Eis und also will er einen Schneeballschlacht spielen. Schnee, Eis, ja. Und dann kommt diese göttliche Hook, aber auf die Hooks gehen wir doch später ein. So, Nachdruck. Geht dann darauf ein, dass Lil D Comedy Rap macht. Wie dein Views machst, auf ganz klar, okay, hör mal hin, das kann ich auch. Ganz nette Line, aber es ist irgendwie eine Feststellung. Lil D macht auf ganz klar. Und, wow, guter Front auf Kappa. Würde Lil D so sagen. Dann kommt als nächstes die alte Line. Das wieder, ja, nur halt sich wiederholt mit Quali. Wir sind etwas geil und rappen durch Scheiße, ich rappe nur immer das gleiche, du schiebst dir bei Konzerten selber eine Zugabe. Diese Line ist einfach unglaublich krass, weil bei Konzerten spielt immer gut, das rufen die Fans oft Zugabe und dann spielt die Künstler auch ein paar extra wieder. Weil die ist es so, weil sich so oft wiederholt, er spielt sich einfach selber eine Zugabe. Und diese Line ist einfach krass, Tutor. Das ist einfach eine richtig krasse Line. Und dann wirst du Lauf endlich sterben, rappst du denkst, du wolltest deinen Text gerade auswendig lernen. Oder das ist wie rappst du. Hört sich so an, weil die ohne Qualifikation noch nicht ganz so ruhig war. Rund war nicht ruhig. Und allgemein ist noch nicht so perfekt geworden wie in seiner Runde. Und der Kanal versucht, jemand anderen zu kritisieren. Es versucht, das zu rappen. Solche Beats wie diesen. Und das ist ein Schuss ins eigene Tor. Der spielt darauf an, dass die einen Kanal hat. Der Jerkiers, wie angesprochen, wurde eine Kritik zu Vic aka Bladi gemacht und ja, laut Emil Bade sollte er seine Kritik rappen, aber das Problem ist, eine Kritik an Bladi ist aber in der District. Das heißt, er hat das Ganze ja auch gerappt und da sieht man, da hätte noch besser recherchiert werden müssen. Emil Bade hat sich den Fehler zwar selber eingestanden, aber diese Line ist ein kompletter Schuss ins eigene Tor, weil er sagt, mach das und sie hat es gemacht. Also irgendwie sind sie da ziemlich lustig. Macht hier bei mir auch so eine Lüge doch. Mach dir bei mir auch so eine Mühe, doch du wirst hier dennoch sterben und ich mache ein Video und dieser Rapper muss gestoppt werden. Gut, geht, weil er hat es mir doch genannt, dieser YouTuber muss gestoppt werden und eben mal sagt, dieser Rapper muss gestoppt werden, aber irgendwo passt das. Ein guter Reim und dann checkst du deine Scheiße zwar richtig, sag mal, du hast gute Technik, weil deine Mic-Qualität. Das ist so. Irgendwie hat mega gutes Equip, wirklich. Da machen die Jungs vom 1337 Label von Richard richtig gute Arbeit, finde ich. Und ja, Technik, dazu kommen wir nach dieser Kategorie, ja. Das ist nicht die beste Kategorie von Lil D, kann man so sagen. Und deswegen punch diese Line irgendwo auf. Pass den Style von Amerika nach Deutschland importiert. Ersetzt man das L mit dem B, also Bild, bekommt man ein ganz neues Bild von dir. Witzige Line. Ja, man sieht, er arbeitet viel mit den Namen. Weil wenn man die das erste L mit einem B ersetzt, steht Bilder. Und ja, diese Erkenntnis ist, wenn man an die Zeitung denkt, nicht gerade so erfreulich, ne? Und das war's dann mit den Punchlines. Zwar keine Punchlines, von 15%. Ich denke, ihr könnt mir zustimmen, wenn ich sage, ich gebe dir noch einen Punkt. Du musst es besser machen. Falls du weiterkommst, musst du es besser machen, weil du kriegst hier so wenig Punkte. Und eben der Bade kriegt 4 Punkte. So. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir haben gesprochen, die Technik. Technik ist, weil die nicht zu suchen will. Die reibt einen halben Part lang einfach nur Kappa auf Kappa. Und ja, das ist einfach schlecht. Weg.
Man kann da nicht wirklich was rausholen. Eben die Bade setzen die wirklich technischen Highlights bei den starken Bruderes. Machst du die Turnier? Das ist wirklich krasse Lines, also von technischer. Gar kein Gesangstalent auf Eis, also auf gar kein Gesangstalent an dein Handgelenk. Das ist so ein krasser Reim zum Beispiel. Nur als Beispiel, man findet sehr, sehr viele so Lines bei ihm in der Runde und das findet man einfach bei der Linie. 2:0 für eben Bade. Hook. Hook von Hildin geht eigentlich ganz gut so. Sie ist nicht der Überschritt, aber ist auf jeden Fall besser als die Hook von Ebene Bade. Die Hook von Ebene Bade ist irgendwie geprägt von komischen Betonungen und klingt irgendwie nicht ganz rund. Ebene Bade ist einfach kein Hook-Spezialist, aber man merkt, dass es versucht, eine gute Hook zu machen. Aber er sollte da irgendwie versuchen, sich auch ein bisschen mehr Zeit dafür zu lassen. Mit der Zeit kommt man die Routine auch bei den Hooks. So, damit haben wir alle Kategorien bis auf den Extra-Programm. Und wer aufgepasst hat, hat gemerkt, es steht 7:7, aber es gibt noch den Extra. Nur noch mal kurz als Gedächtnisstütze. Wenn es unentschieden ausgeht, gewinnt der Typ mit der Punchlines. Und wenn beide gleich viel Punchlines-Punkte haben, dann der mit dem besseren User-Vote. User-Vote gibt keinen Punkt, weil man dann manipuliert könnte. Einfach besonders bei dieser Größe vom User-Vote, weil wir hier einfach nur meistens die hat 40 Likes gehabt, sowas in der Art. Aber da kann man leicht manipulieren. So, extra Punkt. Hört mir zu bei der Begründung. Ich finde wirklich, dass Lugis Team eine mega gute Arbeit geleistet hat. Sie haben ein Thumbnail gemacht. Sie haben manche Lines erläutert. Sie haben die Lines auf. Sie haben den Lyrics of Genius hochgeladen. Den Track auf Spotify und iTunes und dieser überall veröffentlicht. Alles Mögliche als Promo für diesen Track getan. Und allgemein richtig gutes Management darum gemacht. Und Ebene Bade kommt irgendwie nicht ganz mit, weil teils auch mangelnde Kreativität war, das ohne hier zu beleidigen. Deswegen ist es, glaube ich, verständlich, wenn wir den Punkt an Lildi geben und Lildi damit 8:7 gegen Ebene Bade gewinnt. An Lildi, bitte gib dir mehr Mühe wegen deinem Text. Du bist fast geflogen wegen dem Text. Und an Ebene Bade, bitte versuch dich nochmal bei MVC2. Ich kann es so sagen, in allen anderen Battles wärst du als klare Sieger rausgegangen. Hier leider verloren, ist ein bisschen unglücklich. Und ja, das war's von der Analyse. Die Analyse zum nächsten Battle kommt dann die Tage.